ist ja die Frage, wie früh ich zum Arzt gehe? Ja, es ist natürlich besser, je früher, je besser. Also ich bin der Meinung, dass das zeigen auch die Erfahrungen über 15.000 Patienten mittlerweile, dass wir sehr wohl selbst zuckerkranke 80-Jährige deutlich verbessern können. Ja, es dauert dann einfach etwas länger. Beim Kind geht es natürlich schneller von den Regulationsmechanismen her. Also wieder das Thema Prävention in den Vordergrund stellen. Genau. Einmal im Jahr mindestens zum Beispiel zum Innercarb-Institut gehen, sich einmal komplett checken lassen, um zu wissen, wo stehe ich. Ich fühle mich jetzt auch nicht krank, muss ich sagen. Mit der Schilddrüse, das weiß ich, mit den Augen, das weiß ich und der Leber. Da arbeiten wir auch dran. Wir haben es auch gesehen hier mit dem Blutzuckerspiegel, das zeigt er dann wirklich in den Werten an. Dann Darm, Leber und so weiter sieht man dann hier also auch in den pH-Wert Veränderungen. Dazu muss man jetzt Folgendes sagen, wenn wir... Es wird also überall erzählt, wir sollen eine Menge Basen essen und Darmspülungen und ähnliche Sachen machen. Das gilt nur zum Teil. Ja? Die Darmbakterien im Dickdarm brauchen einen pH-Wert von 5,5, also relativ sauer. Also genau das Gegenteil. Und es kommt noch ein anderer Mechanismus hinzu. Diese Zellen selber sollen eigentlich basig innen drin sein und außen eher sauer. Dass wir also praktisch ein Gefälle an Strom haben, erzeugen. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir jetzt nur noch Grünzeug essen, ja, ist dieses Gefälle nicht mehr vorhanden. Mache ich natürlich viel. Ja. So, und das heißt also, wir sind oft energetisch schwach. Ja, weil wir diese Ströme nicht mehr ausreichend bilden können. Das heißt ja nicht, dass wir kein Grünzeug essen, um Gottes Willen. Also nur, nicht nur. Ja, also wir brauchen im Körper auch Radikale. Deshalb machen wir auch diese Redox-Analyse, weil Radikale haben ungeheuer wichtige Messenger-Funktionen. Das heißt Reparaturfunktionen. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Schlaganfall hat, muss er genügend Radikale bilden, damit neue Hirnteile nachgebildet werden können. Wir haben sonst keinen Wachstumsreiz. Und das gilt natürlich für viele, viele Systeme. Und wenn wir es übertreiben mit Nahrungsergänzungsmitteln, ungezielt, ohne Messung, was wir hier nicht machen, wir messen alles, ja, dann passiert natürlich genau das Gegenteil. Wir kriegen eine Regulation starre und dann geht gar nichts mehr. Ja, und viele Tumorpatienten würden dann versterben. Wie sind die basischen Werte? Bin ich da zu viel in meinem grünen Smoothie? Nee, du bist eher sauer. Okay. Ja, also jetzt im Darmbereich. Das müsste man jetzt natürlich in anderen Systemen nochmal messen. Jetzt nicht heute, da ist das System noch zu schwach. Das sieht man in den langen Balken, aber in der Therapie steigt es ja erstmal an. Ja, und dann kann man das dann genauer sehen. Ja. Okay. Wir haben zudem ja eben noch ein Speziallabor abgenommen, das wir hier selber bestimmen, indem wir den oxidativen Stress messen oder den reduktiven Stress und sehen, wie ist die Balance momentan. Wenn man das jetzt alles hört, das ist ja so unglaublich breit und so unglaublich viel. Jetzt bin ich natürlich so als Laie und Patient ein bisschen überfordert. Das hört sich jetzt an, um Gottes Willen, das ist nicht in Ordnung, da ist nicht in Ordnung, da bin ich zu sauer, da bin ich das, also muss ich morgen schon sterben. Natürlich nicht. Die Frage ist jetzt, gibt es von euch entwickelte Therapieformen, wo ich, und du hast ja gesagt, Manager, was haben die grundsätzlich? Keine Zeit. Weil sie natürlich ständig irgendwo im Stress stehen. Dass ich mich mit einem relativ angenehmen Zeitansatz wieder in eine Therapieform hineinbewegen kann, wo ich sage, da kann ich auch dann nach einem Monat oder nach zwei oder wie lange es halt dauert, rausgehen und habe ein Ergebnis. Genau. Vielleicht sollte ich das mal zeigen. Es gibt, ja, ich kann es auch hier zeigen oder hier auf dem Bildschirm. Also es gibt eine sogenannte Regulationspyramide, die an 100.000 von Menschen erprobt oder die dann einfach konzipiert wurde von Bajewski und verschiedenen anderen. Und das heißt, der Mensch reguliert immer in verschiedenen Stufen. Ja? Also es gibt wenige, die liegen in der Regulation starre, also hier unten drin, das sind dann extrem schwer Kranke mit einer schweren MS oder schweren Tumorerkrankung oder Ähnlichem. Ja. Ja? Die meisten Menschen wie du auch, das haben wir ja schon analysiert anhand der Verfahren hier, liegen in der sogenannten Adaptionsphase. Das heißt also, wir haben zwar noch die Kraft, über die Straße zu gehen, aber wir kriegen die kleinen Wehwehchen nicht weg. Ja, also uns fehlt einfach noch mehr Pool an Energie, um eine bessere Reparatur zu haben. Verjüngung geht nur dann, wenn die Reparatur verbessert wird und irgendwann ins Gleichgewicht kommt und dann laufen die Verjüngungsprozesse. Ich höre immer das Wort Energie. Ja. Das scheint ein Hauptpunkt zu sein in wahrscheinlich auch der Erfahrung, die du hier gesammelt hast. Werden die Menschen energielos durch ihren Lebenswandel? Ich höre sehr oft, dass den Leuten die Energie fehlt. Ja, also vielleicht ist doch noch ein Bild hierzu. Vielleicht hier mal darstellen. Also, es gibt ja verschiedene Teilchen, aus denen wir bestehen. Ganz seit 1905 bekannt sind die Planck'schen Körperchen.
So, und die sind extrem klein. Das sind die kleinsten bewusstseinstragenden Einheiten, die uns zusammensetzen. Sie bestehen aus 12 Dimensionen. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist was anderes. In allein diesen super kleinen Teilchen, aus denen der Kosmos oder auch wir bestehen, haben wir so viel Energie. Wenn wir wüssten, wie das Ganze aktiviert wird, was wir hier ja versuchen, könnten wir allein mit so einem einzelnen Teilchen in 2 Sekunden alle Weltmeere zum Kochen bringen. Ich will damit nur sagen, grundsätzlich haben wir genügend Energie im System. Ja? Wenn wir denn wissen, wie wir das Ganze aktivieren. Aha, der Zugriff. Ja? Das ist so wie das Gaspedal im Auto. Ich muss wissen, dass wenn ich drauf drücke, das Auto schneller läuft. Ganz genau. Aber dann kommt natürlich Elektrosmog und dann kommt natürlich Stress dazu. Oder diese ganzen Störfaktoren oder Pilze, Bakterien, Viren, was weiß ich. Also, ja, oder Pestizide. So alles das, mit dem das System ständig zu kämpfen hat und dadurch wiederum Energie verliert.